verbannt. Trotz Fahnenkampagne lebe ich immer noch und habe noch keine grauen Haare bekommen. Das scheint eine gute Zeit gewesen zu sein. Also, bis bald, die Ex-Mutti. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Jugendverband. Ich finde, unser Jugendverband in Sachsen ist schon deshalb cool, weil er undogmatisch und trotzdem radikal ist. Und für die nächsten Jahre wünsche ich mir, dass es so weitergeht. Herzliche Grüße an der Postdemokratie. Glückwunsch. Glückwunsch. Gibt's auch weg? Ja, ist mir gut. Komm, also das war jetzt eine gute Anmoderation, oder? Happy Birthday. Angefangen hat alles mit einer roten Stimmkarte. Jetzt geht es weiter mit einer blauen. Und ich hoffe, dass unser gemeinsamer Weg nie endet. Ich wünsche euch alles Gute und der Roland gratuliert natürlich auch. Linksjugend Sachsen. Das heißt natürlich Pfingstcamp, das heißt Jugendtouren, Jugendwahlkampftouren, das heißt natürlich auch ein Jugendwahlprogramm, das heißt Projekte wie eine Fahnentauschaktion zur Fußball-WM. Wollen wir nochmal anfangen mit Sprechen? Ich könnte einfach weiter schon, der schneidet das dann alles. Sehr gut. Das heißt für mich auch immer, selbstbestimmt ist yeah. Und natürlich, es ist Zeit für eine linke Bewegung in Gesellschaft und Parlament. Der Jugendverband in Sachsen wird 10 und dazu kann man jetzt schon gratulieren. Der Jugendverband in Sachsen war der Partei immer ein Stück voraus. Der Jugendverband hat sich schon das dritte Mal umbenannt, da hat die Partei erst das zweite Mal drüber diskutiert. Der Jugendverband hat Themen diskutiert wie bedingungsloses Grundeinkommen, Legalisierung aller Drogen, Wahlalter 0. Bei vielen Dingen finden wir uns nach der Programmdebatte wieder. Die Partei muss also immer ein Stück hinterherhächeln und ich hoffe, dass die Partei irgendwann mal so bunt, glitzernd, schillernd, emanzipatorisch, wunderschön wie der Jugendverband in Sachsen wird. Wenn man die Verhältnisse zum Tanzen bringen will, gehört natürlich dazu, ab und zu selbst zu tanzen und miteinander zu tanzen und die Art und Weise, wie man Politik macht, zu verändern. Partizipativ, auf Augenhöhe und ich glaube, dass es nur so gehen kann, Denken zu verändern und die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Yeah! 10 Jahre Linksjugend Solid Sachsen. Es war nicht immer einfach, aber immer politisch anspruchsvoll und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Die Linksjugend hat der Partei ewige Jugend versprochen. Die Linksjugend hat ihr Versprechen gehalten.